Ninja Theory. Powered by Unreal 4 Unreal Engine. Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppchen und herzlich willkommen. Warnung, in diesem Spiel werden Psychosen dargestellt. Menschen mit Erfahrung bezüglich Psychosen und erfahrene Psychiater haben diese Darstellung unterstützt. Es kann sein, das hast du nicht gesehen. Ja, herzlich willkommen. Wird schon gesagt, Hellblade lässt sich am besten mit dem Kopfhörer spielen. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf das Game und habe mir gedacht, warum eigentlich kein Let's Play dazu machen, weil, naja, ist jetzt nicht für jeden was, aber vielleicht wird es was. Machen wir neues Spiel? Ja. Im Stream haben wir es ja schon mal angetestet. Mir hat es gefallen. Und von daher habe ich mir gedacht, hauen wir es durch. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. Right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. What is she doing? She's doing this for him. She wants to rescue me. He's already dead. I can feel you coming. Of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too? You promised you could. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell.
What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. So, und nach diesem Intro herzlich willkommen zu Let's Play Senua's Sacrifice. Ja, einem interessanten Spiel, wie ich finde. Und ja, wollen wir mal gucken. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück, beziehungsweise zum, ja, Let's Play. Ich versuche das so zu kommentieren, dass es so einigermaßen ins Game passt. Und hoffe, ihr genießt das mit mir. This time.
Christopher was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Gut, und damit, ja, können wir... Oh, die Stimme im Kopf, ey. Ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat. Ihr könnt ja auf Pause drücken, aber um dieses Spiel richtig im vollen Umfeld zu genießen, setzt euch Kopfhörer auf. Und hoffentlich könnt ihr das Spiel genießen. Hier im Spiel gibt es solche Punkte, soweit ich das gesehen habe. Manche erzählen eine Geschichte und da versuche ich natürlich alle gleich mitzunehmen. Ich habe schon ein bisschen gespielt, auch nach dem Stream. Wir haben sie am Stream angezockt. Für manche ist das Spiel einfach nichts. Manche fanden es geil. Deswegen habe ich mir immer gedacht, komm, haust das mal als Let's Play durch. Ich versuche nicht so viel zu quatschen, weil das einfach hier nicht zum Spiel passt. Das würde die Atmosphäre kaputt machen. Wie schon im Stream geschehen, einfach... She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Einfach genießen. Ich versuche die ganze Zeit irgendwas mal zu erzählen oder sonst was, aber... Und das Problem liegt daran, dass mir hier die Stimmen permanent ins Wort quatschen. Und die leider keinen Respekt kennen. Von daher, ja, blöd gelaufen. Also die Stories von den Steinen sind sehr, sehr interessant. Deswegen versuche ich die alle so gut ich kann mitzunehmen. Das bedeutet aber auch, dass ich in vielen Ecken nachgucken werde und mich überall genau umgucken werde. Und für die Leute, die es halt... Ja, die diesen Erkundungstrieb nicht haben, die müssen sich dann, können sich gerne so ein Walkthrough angucken. Das ist der Buchstabe M. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of Earth, Harvest, Wind and Sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The Northmen speak of nine worlds. Oops, Entschuldigung. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice. And darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Alles klar. Jo, so sieht's aus. Let's verraten, dass es eher was Nordisches ist. Also jetzt nichts Römisches, nichts Christliches, sondern eher was, ja, was halt so mit dieser nordischen Mythologie zu tun hat. Thor, Mjölm, Odin, Loki, Hela. Auch nicht die griechische Mythologie. Das ist wirklich so die
ja, die nordische, so als kleiner Kompass. Liegt halt daran, warum ich das weiß. Nicht, weil ich es mir angelesen habe oder so, sondern weil ich diese Namen halt schon kenne. Ich interessiere mich halt generell für komplett alle Mythen und Legenden, Sagen und so weiter und so fort. Und ja. Daher weiß ich das. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. The bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? Who are you now? For my tales of the Northmen, they call me Druth. Liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. Hmm? It's good to see you again. You kept your vow. I guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. So, wir können hier fokussen, dann haben wir hier vor unserem geistigen Auge dieses Zeichen und müssen es suchen, um dieses Tor zu öffnen. Das kann alles sein. Wir kriegen aber auch so ein paar Hinweise, wo das in der Nähe ist. Und dann müssen wir uns wieder fokussieren. Und jetzt öffnet sich das Tor. Ist manchmal ein bisschen tricky. Diese verzerrte Sicht. You listen? When everyone else laughed, my people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Jo, wie gesagt, die verzerrte Sicht von den Bildern. Another voice joins us. She was trying to make them go away. Ist ein Gameplay-Element. So, jetzt haben wir uns hier drüber gebalanced. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Alles klar, wissen wir Bescheid. So wie es aussieht, sind wir dabei, Dingsbums.
unseren Geliebten zu finden. Die können wir nicht lang, das wäre zu schön. Ja, der ist irgendwie gestorben aus irgendeinem Grund, das wissen wir noch nicht. Und wir machen diese Reise in sozusagen durch die Toren der Hölle, in die Reise der Untoten sozusagen. Und wo eigentlich nur die Toten hinkommen, und wir machen das, um irgendwie die Seele unseres Geliebten zu befreien. Man sieht aber auch deutlich, dass der Charakter selbst ganz schön Angst hat. Jo, und damit zum ersten Kampf. Oh. Lass dir nichts gefallen, Mädchen. Okay, hiermit können wir blocken. Wir können auch zutreten. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen sollen oder ob wir sterben sollen. Ah, ich liebe solche. Ich kann einfach nicht gehen. Okay, hier muss man sterben. Konnte nichts machen. What? A vision of what's to come. What? Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head. The seed of the soul.
until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Mit jedem Fehlschlag wächst die Finsternis. Wenn die Fäulnis Senuas Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei. Kann man interpretieren, wie man möchte. Entweder mit jedem Sterben wird der Arm schwärzer und dann ist das Spiel vorbei. Ja, aller gesamter Prozess wird dann verloren sein. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Alles klar. Ich habe aber noch was gesehen. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Eine Kuh, geil. Naja, auf jeden Fall, um hier weiterzukommen, brauchen wir Siegel von den Göttern sozusagen. Und die Göttersiegel, die kriegen wir, indem wir durch die jeweilige Tür schreiten und deren Rätsel lösen. Ja, das könnte interessant werden. Mit was fangen wir an? Ja, komm, fangen wir mal mit dem linken Pfad an. Valravn, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Alles klar, den müssen wir also im Kampf besiegen, seine Rätsel lösen. Dann kriegen wir sein Mal. Ist einigermaßen schön hier, muss man sagen. Also ist auf jeden Fall so, optisch ist das Spiel einfach eine Augenweide. Ist bei manchen Stellen ein bisschen dunkel, liegt aber daran, dass das einfach, ich finde, dass es halt wirklich passt. Northmen say you must sacrifice in order to receive. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree.
Alles klar, also wenn wir die alle finden, dann lernen wir auch so ein bisschen was über die Geschichte und die Sagen da drin. Inklusive andere Geschichten, die alle eigentlich sehr interessant sind. Deswegen versuche ich einfach alles zu finden, weil mich persönlich das auch interessiert. Deswegen spreche ich da überhaupt nicht rein. Wenn wir jetzt normales Gameplay haben, dann kann ich kommentieren, aber wenn jetzt die Stimmen in unserem Kopf irgendwie quatschen, dann versuche ich ein bisschen still zu sein, um die Atmosphäre zu locken oder beziehungsweise um die Atmosphäre einzufangen. Und wenn der Typ seine Geschichte erzählt, dann lasse ich euch auch einfach zuhören. Ich lese es jetzt nicht vor, das könnt ihr selbst, weil das macht halt auch viel mehr kaputt. Wir haben irgendwie so eine spezielle Fähigkeit mit diesem Fokus. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Und dieser Geist, den wir da mitgenommen haben, der sagt uns sozusagen so ein bisschen, was abgeht. Die Rätsel hier sind nicht wirklich einfach. Es liegt einfach daran, wir können die Welt, wenn wir durch die Tore gehen, so ein bisschen ändern. Das zeige ich euch gleich. So sieht's aus. Und wenn wir hier durchgehen, seht ihr das? Dann öffnet sich der Weg. Das sieht dann schon alles komplett anders aus. Bedeutet, wenn wir hier durchgehen, können wir hier rein. Ja. Kann man so nehmen, wie es ist. Dazu ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, da öffnen sich ein paar Pfade, da verändert sich was und damit muss man so ein bisschen rumspielen. Deswegen gucke ich halt noch, ob ich noch irgendwo Geschichtenerzähler finde. Liegt nicht daran, dass ich irgendwie viel Videomaterial oder so haben möchte oder so. Dafür mache ich das ja mit. Also dafür mache ich ja keinen Profit mit dem ganzen Scheiß. Aber das passt einfach in die Story, in die Atmosphäre. Wenn ich auch mal ein bisschen die Schnauze halte. Hier finde ich, kommentieren ist weniger mehr. Jawohl! Na komm schon. Jetzt, wo man so geile Konterblocks machen kann. Habe ich gar nicht mehr Bock auszuweichen. Na komm! Aua! Du Ratte, das hat fast wehgetan. Ich habe die Schwierigkeit auf normal gestellt, weil ich das Spiel genießen will. Aber das kennt ihr ja von mir. Puh. Ja, das war's. Wir haben die Dunkelheit besiegt. Tja, das waren wohl einige Fehlschläge vor uns. Alle Kämpfe sind schon geil. Könnten ein bisschen länger sein, aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Von daher, ich weiß nicht, ob es länger wird. Lass uns mal überraschen.
Our Raven's power of illusion comes from ravens. Allowing the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much has changed. Genau, wir können jetzt hier nirgends rein. Und wenn wir hier durchgehen, öffnet sich ein Pfad. Manchmal ändert sich auch einfach irgendwas anderes. Wir müssen wahrscheinlich mit diesen leuchtenden Teilen dieses Symbol formen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich hier unbedingt schleichen muss. Yes, I can feel it. Yes. And I know what changed. I go to my way. To see what's changed. Nee, ich habe irgendwie so das Gefühl, das muss ich hier so ein bisschen flüstern. Das ist natürlich für euch ein bisschen blöd. Aber ich hoffe, dass ihr das Spiel genauso genießt wie ich. Natürlich gibt's... Das ist ein spezielles Spiel. Guck mir erstmal hier um. Um diese Erzählsteine zu bekommen. Nämlich am Stream ein bisschen festgehangen. Erstmal in Ruhe umgucken, ob wir hier irgendwas finden und dann können wir uns dem Rätsel widmen. Weil, wie man sieht, habe ich schon das eine oder andere aufgelöst. Die Buchstaben werden alle weiß, wenn wir die richtige Stelle gemacht haben, aber ich habe ein paar vergessen. Deswegen gucke ich mir diesbezüglich, achte ich auf mehrere Sachen. Das bedeutet für den Spieler, das so kann ich von der Seite nicht öffnen, das weiß ich aus dem Stream raus. Bedeutet, dass wir hier alle Sinne fordern. Wir müssen gut beobachten. Brauchen ein bisschen Instinkt, brauchen Überlebensinstinkt in den Kämpfen. Wir müssen unser Köpfchen anstrengen. Alles klar. Jetzt wieder dieses Tor spielen. Ich glaube, meine Akkus gehen leer. Ach, genau jetzt in der Aufnahme. Ach, Sekunde. Sind mir jetzt die Akkus von meinem Controller leer gegangen? Kriegen wir aber hin. Jetzt habe ich wieder neu reingemacht. Was ändert sich denn hier? Der Part. Okay, da muss ich hier durch.
Dann kann ich weiter. Hier sieht man auch diese Augen, die uns so ein bisschen beobachten. Oh. Is she lost? Wouldn't be the first time. Was ändert sich? Before the tragedy. Da ändert sich was. Aber ich möchte erst nochmal hier rein. Damit ich die Tür aufmachen kann. Ah ne, ich kann die von hier nicht öffnen, glaube ich, oder? Nein, okay. Wer weiß, wann wir das brauchen können. Dann machen wir das hier auf. Yes, I can see it. Da ist noch so ein Teil, das hätte ich gern. Das habe ich, glaube ich, beim Stream vergessen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Das beunruhigt mich, dass unsere Hand so ein bisschen dunkel ist, aber das passt schon. Ja, jetzt müssen wir hier durch. Da hat sich aber nicht viel geändert. Ich würde gerne darüber. Die Frage ist, wie komme ich darüber? So. Kann ich hier hoch? Nee, ne? Die kann nicht nach oben. Wie komme ich da hoch? Ah, jetzt ist die Brücke ganz, ich verstehe. So, so, ihr Lümmel. Da habt ihr uns aber gut zum Nachen gehalten. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Interessant. So hat also Odin, der Göttervater Odin, sozusagen sein Augenlicht verloren, um die Gabe der Weisheit zu bekommen. Cool. Interessant. Schade, dass im Film Thor das Auge auch verloren hat. Nur auf eine andere Weise. Ja, ich habe mir die Marvel-Filme angeguckt. Ich finde sie ganz cool. Aber ein bisschen zu... Naja. So, das haben wir gemacht. Kommen wir hier runter.
Nein, müssen wir woanders runter. Okay. Dafür haben wir ja die Tür aufgemacht. Okay. Bin jetzt extra nicht nochmal durchgegangen, weil dann die Treppe verschwindet. Das kriegen wir aber hin. Da bin ich. Diese Augen, die sind schon ein bisschen gruselig. Ja, follow. Nicht focus, follow. Aber ich bin noch dran. Ich bin noch dabei. Super. Tür ist offen. Wunderbar. Ich werde es auch so aufnehmen, wie es halt Gameplay ist. Bedeutet, ich nehme so lange auf, wie ich Bock habe, schneid den Shit dann zurecht und hau dann Endscreen rein. Muss ich hier nochmal durch? Nee, ne? Ich kann jetzt hier von der Seite einfach durch. Okay. Rennen Sie nur, rennen! Er hätte ja schon fast Mitleid mit ihr. Aber wenn ich mal bedenke, wie die mit dem Schwert umgehen kann, muss, brauchst du nicht. Hat sie nicht nötig. Mach die, weil die... Hat die Angst? Gut, kann ich verstehen. Bei so einer Welt. Na komm her, du Lümmel. In die Eier Weihnachtsfeier und bam! Mist! Puh. Wie gesagt, wenn es auch mir gehen würde, ich bin so ein kleiner Kampffreund, ich liebe das. Kann ruhig ein bisschen länger gehen, aber ist schon geil. Ist schon echt geil. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The All-Father. Aha. Interessant. Wenn das der Wahrheit entspricht. Man weiß ja nicht, was halt... Obwohl ich muss sagen, bei Games habe ich so das Gefühl, dass auf Story, auf die Echtheit der Story mehr Wert gelegt wird als auf Film. Deswegen glaube ich das schon eher, als wäre das jetzt ein Film. Ausgenommen natürlich Dokumentation, das ist klar. Jo. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home? Loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because we must now activate it. Okay. It changes everything.
turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Jo, scheint viele von diesen Raben oder Anhängern zu geben. Das bedeutet, wir müssen da wahrscheinlich noch das ein oder andere resetten oder weniger machen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir im Stream gekommen sind. Knapp 2 Stunden. Ne? Alles klar. Ich nehme an, die lassen ein paar verschwinden. So, muss ich mal ganz kurz überlegen, komme ich da runter? Nee, das bringt gar nichts, okay. Ich bin jetzt einmal durchgegangen, jetzt muss ich auf die andere Seite und die Brücke runterlassen. Okay, wenn wir hier durchgehen, ist die Brücke ganz, dann können wir da rüber. Können diese Brücke runterlassen. Super, hier kommen wir durch. Die Tür müssen wir wahrscheinlich auch aufmachen. Naja, was offen ist, ist offen. Puh. Ist kein einfaches Game. Ich will aber erstmal hier hingehen. Da finde ich... Ah, sonst gibt es hier nichts. Sie sind aber gut versteckt, muss man sagen. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Alles klar, so ist also laut dieser These unsere Welt entstanden. Interessant. Doch, das muss man sagen. So, jetzt gehe ich hier hoch. Offen ist offen. Lass mich überlegen, wenn ich hier durchgehe, ist das zu. Das müsste dann passen. Wenn das macht... Ich glaube, das... ich habe eine Theorie, aber ich würde gerne trotzdem noch mal was anderes probieren. So, Try and Error.
Okay, hier komme ich sonst nirgends hoch. Okay. Ich habe die Tür und die Brücke zugemacht. Das bedeutet, ich muss dieses Loch wieder schließen, dass ich da hoch durch kann zum nächsten Illusionstor. Alles klar. Ja, ja, ich weiß, dass es hier mehr Raben gibt. Jetzt macht mal euch locker, Stimmen in meinem Kopf. Der FPS-Zahl hält sich in Grenzen. Geht's runter, aber hier unten ist sonst nichts, ne? Ne, okay. The Ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. So, da haben wir von diesen Ravens oder von Ravens. Die Hälfte. Sie kann nicht nachdenken. Ja, das könnte ich mit so viel Stimme im Kopf auch nicht. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become. So, wenn ich hier durchgehe, ist die Brücke nicht repariert. Oder? Nee. Okay, dann bringt das gar nichts. Warte mal, Moment. Wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob es egal ist, welche Richtung man geht. Ja, hier lang. Hier rein. Dann ist das Ding an. Super. Ihr merkt wahrscheinlich auch gerade, dass ich auch nicht so großartig Lust habe, das zu kommentieren. Weil ich selbst gerade... Ich habe es beim Stream schon mal gemacht, so halbwegs. Mit ein bisschen Fail hin, Fail der. Aber ich finde es immer noch ultra geil. So, ich muss da hoch. Da komme ich hoch, okay. So ist die Brücke jetzt ganz. Nee, die Brücke ist immer noch kaputt. Macht aber nichts. Look, focus, focus, focus. The smallest hints of shape, sound, thought grow in strength until they consumed her whole. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. Darkness had her in its claws. Yet, from Lord her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Will come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh.